Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. Und ja, wie ihr seht, bin ich hier nicht mal am Baum. Das liegt vielleicht daran, in der letzten Folge hatte ich ein paar Tonprobleme, keine Ahnung, aber man hat die Steine nicht mehr reden hören. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob es jetzt behoben ist. Ich habe die Stimme. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ja, man hat die Stimme nicht gehört. Also ihr habt sie gehört. Ich habe sie allerdings gehört. Vielleicht lag das einfach nur daran, dass ich einfach mal zu blöd bin und einfach ein anderes Programm genommen habe statt Fraps. Zurück zu eurem Plan. Es war ein Fehler, dir davon zu erzählen. Er will doch nur helfen. Unmöglich. Er ist und bleibt ein Grünschnabel. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf! Ja, das hatten wir schon Shana alles. Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn! Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Shana ist ein mystisches Schlangenwesen. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite. Ja. Wie? Das ist lang. Du bist ein... Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist... Nein, es sind unser Grün... Also. Ja, ich hab das jetzt mal... Ich überspringe das mal, aber... Nein. Das ist deine Antwort. Du stellst... Schon gut, die Frage... Ich weiß, dass sie... Wo... Quatsch mal. Was ich... Der Kalt... Ja, das ist... In der Mitte des Sees. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. So. Zurück zu eurem Plan. Es war ein Fehler. Er will... Unmöglich. Genug von euren Spinnereien. Spinnereien? Das müssen wir uns nicht bieten lassen. Schon gar nicht von so einem Grünschnabel. Ich bin kein Grünschnabel. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Ja, was Neues haben sie also nicht für uns. Na gut, na gut. Dann gehe ich mal wieder zurück zum Baum. So, hier war jetzt auch nichts Neues. Und diese Statue hier, die hat, wir waren ja in dieser Höhle und da haben wir ja diesen Fisch gesehen. Und ich muss sagen, dass dieser Fisch ähnlich aussieht. Hier zum Beispiel kommt ja der Flüsterstein, hatten wir ja den Flüsterstein reingetan. Und das hat dann auch so geleuchtet und das war so ähnlich wie diesen Laternenfisch. So, wo war der Baum? Hier war der Baum. So. Ich gehe wieder hier rein. Das war ja hier unten. Haben wir ja fein ein Loch gebuddelt. War ja zum Glück auch nicht auffällig. So. Jetzt frage ich mich allerdings, was wir hier machen können. Nichts. Das hat noch weniger Spaß gemacht als vermutet. Hm, okay. Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Okay. Wir haben hier den See. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Okay, also. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Baum. Aber großartig tun können wir jetzt eigentlich nichts. Und dieses Gestrüpp hier, das sieht aus wie Spinnenbeine. Ganz ehrlich. Hm. Ja, was können wir denn jetzt machen? Hm, hier war auch nichts mehr? Nein. Hier ist die Insel, da ist ja, da soll ich ja Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Da soll ja Kalida sein. Und das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Ja, das frage ich mich nämlich gerade auch. Hm,
Zirkus, Zirkus, Zirkus. Hier war jetzt auch nichts mehr, ne? Ich guck mal mit der Leertaste. Ich mach die nochmal. Das zu. Geht nicht. Diese seltsamen Rohre sind im Weg. Ah, okay. So, was haben wir da noch? Schublade, Kerze. Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Kleine Flamme der Hoffnung, wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Ja, okay, da können wir wahrscheinlich nicht wirklich viel machen. Das hatten wir schon alles. Ja, 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 den Zettel haben wir uns angeguckt. Das war mit dem Kanonentrick, richtig? Genau, ja. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Ja. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Ja. Und mir deucht tatsächlich so, dass, der Ben hat ja, wir hatten ihn ja letzte Folge gefragt gehabt, ob er wüsste, wie wir, zur Insel kommen. Und da hatten wir rausgefunden, dass wir, wir benötigen wahrscheinlich den Kanonentrick, um dorthin zu kommen. Aber wie? Wir haben Kanonen und wir haben noch ein Seil. Können wir das? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die bei der man sowas bleiben lässt. Mit der Mütze? Die hat jetzt lange genug auf der Leine gehangen. Nein, es ist gruselig genug, so wie es ist. Nein. Nein, das eignet sich wohl kaum als Lunte. Es ist zu feucht. Was? 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 Ist zu feucht. Ist zu feucht. Dann... Hier ist schon wieder so ein Licht. Ich habe das Gefühl, dass diese Lichter uns wirklich helfen. Sozusagen, sie zeigen uns den Weg. Haben wir hier eines dieser Lichter? Nein, hier sind bloß diese Feuerdrachen. So, am Ufer, da war jetzt auch nichts. Nein. Am Baum. Ein Zettel, eine Schaufel, eine Schatulle, wozu auch immer wir diese benötigen. Dann haben wir noch die Petroleumsuppe dort im Wasser. Können wir die eventuell aufheben mit der Schatulle? Ich sollte die Sachen, die ich mit mir rumtrage, lieber nicht nass machen. Ich will ungern an einer Blasenentzündung sterben. Ja, wir probieren es trotzdem alles ein bisschen. Vielleicht leg doch mal die Bomben dorthin. Ja, leg doch mal, dann kannst du... Vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise wieder aus ihm heraus. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Ja. Das scheint mir genau der richtige Ort dafür zu sein. Der Druck der Explosion wird sich nach oben hin in den hohlen Baumstamm übertragen. Ich mag zwar keine Feuerwerke, aber wer bekommt schon immer, was er will? Was? Da
Das Seil ist zu feucht, um zu brennen. Im Prinzip würde sich das schon als Lunte eignen, aber es ist ganz feucht. So wird es niemals brennen. Wie kriegen wir das denn trocken mit Opas? Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich... Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die... Ja, aber wie kriegen wir denn jetzt denn das Seil trocken? Vielleicht bei den Steinen? Aber die hatten uns eigentlich jetzt nichts weiter zu sagen, richtig? Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Zurück zu eurem Plan. Es war... Er will doch nur... Unmöglich. Und nur zur Information... Wir werden... Und ob wir... Ha, aber... Unsinn. Du irrst. Möglich. Also, denkst du das als... Interst... Ja. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Mir ist gerade so die Idee gekommen, ne? Die haben ja da irgendwas im Gange, so ein, keine Ahnung was. Aber ich würde sagen, die erste Runde, die hatten wir ja mit Ingo gemacht sozusagen. Da haben wir seine Antworten benutzt. Und ich würde sagen, dass wir jetzt die Antworten von Ralf benutzen. Und deswegen sage ich 11 Augen. 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet... Wo wohnt Kalida? Ich weiß es. Ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch. Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? In einer Höhle. Und ich habe das Gefühl, dass Ralf tatsächlich die Person ein bisschen verwechselt. Ich schätze mal, dass er dieses Monster meint, dieses Laternenviech, was wir in der Höhle gesehen haben. Vielleicht meint er, das ist Shana, aber das ist es nicht. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Was? Ich wusste es immer. Zurück zu... Es war ein... Er will doch unmöglich. Genug von euren Spinnereien. Spinnereien? Das müssen wir uns nicht bieten. Schon gar nicht von so... Ja, okay. Bis nein, später. Du weißt ja, geholfen. Wo du uns findest. Wir sind stark. Ja. Ich habe gerade echt keinen Plan. Haben wir hier noch irgendetwas? Wappen, Statue. Statue Zunge. Nein, das hatten wir ja schon alles angeleckt, angeguckt und angesprochen. Beziehungsweise angefasst. In der Höhle waren wir schon, da haben wir alles. Hat der Opa vielleicht etwas Neues? Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha! Frag mich so viel wie... Weißt du, wie man zur Insel kommt? Nein, ich habe keine Idee. Früher gab es in diesem See keine Insel. Aber Inseln tauchen doch nicht plötzlich auf. Vielleicht doch. Der See war damals auch größer. Bist du sicher, dass es überhaupt derselbe See war? Natürlich, so war ich hier stehe. Opa, du sitzt aber doch. Dann stell dir einfach vor, ich würde stehen. Warum soll ich meine Beine bemühen, solange du noch deine Vorstellungskraft hast? Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Außerdem ist es ein wenig zugig hier draußen. Und ich trage keine Unterhose. Ah. Schon mal was von Kalida gehört? Kalida? Nein, über eine Kalida weiß ich nichts. Ich kannte mal eine Kalua. Sie war die Wirtin in einer Kneipe am Zutzelmeer. Ihre Eltern hatten sie nach einem einheimischen Getränk benannt. Eine Art Fruchtbowle mit tropischen Früchten, Mann. War die lecker. Immer mit dem Schirmchen und Früchten dekoriert. Mm. Ich konnte kaum genug bekommen. Oftmals habe ich das Schirmchen alle Früchte rausgenommen, damit ich mit der Zunge noch bis in den letzten Winkel komme. Han, 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 han.
Und die Bowle war auch nicht schlecht, stimmt's? Ach ja, die war okay. Ein bisschen viel Zitrone für meinen Geschmack. Ah. Mhm. War klar. Nein! Der hat gar nicht von dem Getränk geredet. Oh, das war jetzt ekelhaft. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Ja, okay. Bis später. Kopf hoch, Ben. Ich heiße im Übrigen Hedwig. Dankeschön. Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Ja, das bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Ich gehe mal wieder in den Wagen. Mal gucken, haben wir hier etwas? Kochbuchrezept. Wenn wir eventuell den Seil in den Kessel Gute hauen. Idee. Nein! Was? Endlich ist die Petroleumsuppe mal zu etwas Nutze. Mal abgesehen davon, dass sie die Wölfe fernhält. Ich dachte, wir können das so über den Dampf so ein bisschen über ein Feuer so... ja. Gut. Also ich schätze mal, dann ist das jetzt hier genug. Dann haben wir jetzt ein Seil. Hier war auch nichts. Ich gehe mal wieder zurück zum Baum. Mal gucken, ob wir das jetzt als Lunte nutzen können. Dort liegen noch die Kanonen, die, die Rohre oder was? Rohre, alles klar. Die Bomben. Ja, das ist als Lunte genau das Richtige. Supi. Dann, Spot, würdest du bitte... Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Und jetzt nichts wie raus hier. Was? Die gehen doch gleich hoch, oder? Die sind aus. Okay, gut. Also wir sind nicht in die Luft gejagt worden. Das ist gut so. Aber wenn wir jetzt wirklich den Baum benutzen müssen, sozusagen als Ersatz für die Kanone, um auf die Insel zu kommen, dann brauchen wir, da haben wir ja schon fast alles, wir haben sozusagen die Ersatzkanone, wir haben Bomben. Uns haben wir auch, aber dann fehlt noch so ein Pfropfen und ein Fallschirm. Können wir Opas Hose mit... Wenn die Geschichten stimmen, dann hat Opa mit seiner Hose einmal einen Elefanten gefangen. Ja, okay. Dann fehlt uns nur noch der Pfropfen. Was ist das? Das ist eine Mütze. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig. Ja, das kennen wir schon. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Stärkepulver? Stärkepulver? Okay. Ist hier noch irgendetwas, was ich vergessen habe? Die Totem, die hatten wir schon alle. Liegt hier eventuell noch etwas? Ich drücke jetzt mal Pilze, okay. Hier haben wir noch den Schädel. Aber den können wir mit auch nicht mitnehmen, also... Okay. Ich komme gerade echt nicht weiter. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt schon wirklich alles ausprobiert. Und mit den Steinen reden, das geht auch nicht.
Ich kann ja nochmal kurz zu Shana gehen, aber die wird uns sicherlich nicht wirklich etwas verraten. Ich könnte höchstens die Steinbrüder... Hey! Was hast du vor? Wieso? Was hat er denn vor? Ich sehe nichts. Ich glaube, er will dich sprengen. Was? Warum denn mich? Na, du bist viel hohler. Gnade! Bingo, du Jammerbrocken! Wir sind Steine! Wir winseln nicht um Gnade! Wir stellen uns unserem Schicksal! Aha, okay. Was soll das denn sein? Wieso? Was ist denn da los? Der Clown versucht uns mit seinem Beinwesenkrempel zu bestechen. Oh, ist es bunter Beinwesenkrempel? Ingo, reiß dich zusammen. Wir brauchen seinen Plunder nicht. Und wenn er noch so bunt ist, richtig? Richtig. Richtig. ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle mache ich erstmal wieder einen Folgenstopp. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi.